Heute gibt es ein Experiment und zwar das Thema ist Gemüsesuppe. Ich will mal versuchen, ob ich die Gemüse und die Nudeln zusammen kochen kann. Und was ich nicht will, ich will also keine diese typischen Matschsuppen, die alle Leute mit den Mixern machen, sondern ich möchte klein geschnetzeltes Gemüse. Das ist also das, was ich mal probieren möchte. Und auf jeden Fall brauche ich natürlich Wasser. Also was haben wir da? Ich habe da hinten eine Gemüsebrühe. Dann habe ich hier rohes Gemüse, das ich aber nur schnetzeln will, nicht klein mixen. Und da habe ich Nudeln und jetzt kommt als erstes natürlich das Wasser rein. Und da ist es auch schon. Und dann mache ich jetzt mal 1400 rein. Das ist für Nudeln nötig, damit die Nudeln wirklich im Wasser stehen. Ich hebe sie einfach mal hin. Da wird sogar noch ein bisschen mehr reinkommen, denke ich. Aber wir schauen jetzt mal, wie viel Platz wir noch haben, wenn das Gemüse drin ist. So, als erstes kommt der Deckel drauf. Und dieses Teil hier habe ich jetzt nicht hier drin. Also das nehme ich jetzt erstmal raus. Und was ich jetzt mache ist, ich schalte mal das Gerät an. Und ich gehe auf, na, er sagt E2, E2 heißt ja immer, Deckel ist nicht drauf, so, jetzt ist der Deckel drauf. Und jetzt gehe ich auf Speed erstmal. Und hier steht jetzt, das sieht man, eine 5. Da will ich aber keine 5 haben, da will ich eine 1 haben oder eine 2. Ah, 3 ist schon zu viel, also nochmal eine 2. 2 müsste gehen, okay. Jetzt schalte ich auf Go. Und jetzt haben wir diesen Finger. Und jetzt tue ich mein Gemüse rein. Und die Möhren. Mache ich doch lieber noch mal auf, weil wenn die Möhre zu dick ist, geht sie nicht rein. Liegt nur rum. Also die Möhre muss ich so reintun. So, und jetzt den Deckel drauf. Geht natürlich auch. Speed sage ich jetzt aber mal 1. Oh, 0 geht auch. 1 will ich. So, also man sieht hier schon ein bisschen, welche Korngröße wir da jetzt kriegen am Ende bei der Suppe. Also es ist nicht so mixermäßig klein gedingst, sondern wir wollen so Stückchen schon drin haben in der Suppe, also richtig kleine Gemüsestückchen. Stelle ich mal auf Schnelligkeit 0 und gebe ihm aber mal hier eine längere Zeit. Auf Schnelligkeit 1. Schauen wir mal, ob er da unsere Möhre ein bisschen kleiner schlägt. Also abhängig, man sieht es jetzt, wir haben jetzt hier etwa die Größe von Schnelligkeit 2. Bei Schnelligkeit 1, denke ich, macht er sogar noch ein bisschen größere Stückchen. Man muss ihm aber genug Zeit geben. Also 30 Sekunden reichen da nicht. Da stellt man dann einfach, könnte auch 5 Minuten sein, ist ja egal. Kann man ja einstellen und dann tut er das in Ruhe zerstückeln hier und macht hier schöne große Stückchen. So, jetzt hat er alles zerstückelt. Das sind also noch 2 Minuten. Sehen wir jetzt hier schön die Größe, die Körnung, die hier zu erwarten ist. Das sind also schöne essbare Stückchen für die Suppe. Das heißt, ich mache jetzt hier noch ein bisschen Salz rein. Aber nur ein bisschen. Und eigentlich kommt ja jetzt was ganz anderes rein. Ich habe ja nämlich so eine Gemüsebrühe gekauft. Und da steht drauf,
2 gestrichene Teelöffel auf einen halben Liter. Das heißt, wenn ich hier, sagen wir mal, wir haben einen Liter, das heißt, ich brauche 4 gestrichene Teelöffel. Dann mache ich die gleich mal rein. Und jetzt sind wir bei, wir sind aber schon ziemlich hoch mit dem Wasser. Gut, muss mal sehen, ob der drüber laufen oder ob das irgendwie funktioniert. Ich brauche jedenfalls 4 gestrichene Teelöffel von dem Suppenpulver hier. So, ein gestrichener Teelöffel, 2, 3 und noch ein bisschen. So. Gemüsebrühe steht da drauf. Naja, sind wir mal gespannt, was das am Ende wird. Ein bisschen Salz habe ich ja noch rein. Deckel drauf. Und jetzt wollen wir erstmal die Nudeln kochen. Und zwar die Nudeln, die möchte ich jetzt hier in dieser Geschichte drin kochen. Das ist, dann habe ich praktisch hinterher Gemüsesuppe mit Nudeln. Ja, die Nudeln. So, da sieht man schon ein bisschen das Problem von diesem Alubehälter hier. Der lässt jetzt diese Suppe kaum durch. Dann muss ich jetzt hier, der ist nicht feinbaurig genug. So, da muss ich jetzt hier dieses Ding ganz schön reindrücken, damit überhaupt erstmal die Flüssigkeit da reinläuft. Gut, aber immerhin, wir haben die Nudeln jetzt gänzlich mit Wasser bedeckt. Das sollte eine gute Voraussetzung sein, um das jetzt zu kochen. Dann kommt jetzt der Deckel drauf. Geschichte an. Und Steam brauchen wir. Also Menü. Taste. Und jetzt muss ich die Menütaste so oft drücken, bis hier Steam leuchtet. Steam, der ist per Default auf 20 Minuten. Bei Nudeln, wie viel war das? Ich gehe mal auf 15 Minuten. Für Nudeln müsste das ausreichend sein. 12 bis 15 Minuten, ich nehme mal 15 und go. So, richtige Gemüsesuppe mit geschnetzeltem Gemüse und Nudeln in einem Durchgang mit dem Evolve. Vorsichtshalber lege ich noch ein bisschen Zebabi schon weg dazu, weil da bestimmt oben was rauskommt. Werden wir dann sehen. Es ist schon einige Zeit vergangen. Es ist hier anscheinend so, dass das Gerät hier unten jetzt schon eine Wärmeschicht aufgebaut hat, aber noch Schwierigkeiten hat, hier nach oben zu kommen durch das ganze Gemüse. Aber da die Geschichte da im kochenden Wasser drin steht, na gut, lassen wir uns überraschen. Hat sich schon alles ausgestellt, ist aber noch heiß. Es ist gar nicht viel rausgelaufen. Dann ein bisschen abputzen hier. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie das hier aussieht, wenn ich das mal aufmache. Genial! Genial! Also, hier, die Nudeln sind auf jeden Fall fertig, sieht man hier. Perfekt, durch. Da gibt es nichts zu rütteln. Und die Suppe ist natürlich auch fertig. Das heißt, wir haben hier Suppe mit Gemüsestückchen. Perfekt, fertig gemacht, hier mit dem Evolve. Allerdings, die Nudeln sind vielleicht sogar zu durch. Also da hätten es auch 10 Minuten getan.
So, heute gibt es eine köstliche, so eine Art Gemüsesoße, aber aus Bohnengemüse, aus Fenchel und Sellerie. Und dazu gibt es ein bestimmtes Verfahren, wie ich das jetzt hier machen möchte. Und das möchte ich euch mal zeigen mit dem Evolve. Als Zutaten haben wir nur ein bisschen OPC-Pulver, dann kommt ein bisschen Himalaya-Speisesalz rein, dann noch ein bisschen Pulver aus Algen für den Jodgehalt und eine kleine Menge Magnesium. Solche Flocken, die gibt es günstig. Ja, Magnesiumflocken, ganz wenig. Das macht es ganz klein wenig salzig und erhöht den Magnesiumanteil. Aber als erstes braucht man natürlich das Wasser und es kommt ein bisschen Vitamin C rein. So, Wasser nehme ich jetzt mal 800 Milliliter. Ja, passt. 800 Milliliter. So, der erste Schritt ist jetzt, da kommt erstmal das Vitamin C rein. Etwa 3 Gramm. Das dient nur dazu, der Oxidation vorzubeugen und ist natürlich auch kein Nachteil. Jetzt kommt rein das Magnesium. Da nehme ich nicht viel von den Magnesiumflocken, zwar etwa so viel. Und ein kleines bisschen Salz noch. Salz kann man später noch nachwürzen. So, für die Gesundheit noch ein bisschen OPC-Pulver hier. Das ist üblicherweise braun. Das schmeckt man später kaum raus. Und haben wir jetzt alle Pulver beisammen. Dann kommen wir jetzt zu dem eigentlichen Vorgang. Und da gibt es wieder einen Trick. Und zwar, ich mache jetzt aus dem Deckel hier vom Evolve dieses Zwischenstück raus. Setze den Deckel drauf. Mache ihn zu. Und stelle das Gerät auf Speed, also hier auf Speed und gehe mal runter auf die niedrigste Schnelligkeit auf Speed 1. Da muss ich ein bisschen das Wasser wegmachen. Also nochmal Speed und jetzt steht da Speed 5. War natürlich nett, ich will Speed 1, also bleibe ich da drauf, bis da eine 1 steht. Ich sehe da Speed 1 und 30 Sekunden, ich brauche mehr als 30 Sekunden. Ich mache das mal hier auf 2 Minuten 10, Speed 1 und drücke auf Go. Und jetzt habe ich da oben den Deckel rausgelassen. So, den Deckel rausgelassen, der liegt hier. Kann ich natürlich schön ja, die Kollegen da rein tun. Die werden auch nicht oxidieren, weil der nur ganz langsam läuft. Der zerschneidet die jetzt bloß. Vielleicht hätte ich Speed 2 nehmen sollen. Nur kurz warten. So, weiter geht's. Also der verrührt die jetzt nur. Ich kann die da jetzt schön reintun. Muss man aufpassen, nicht zu viel reintun, sonst schafft das nicht. Auf Speed 1. Jetzt ist er schon ein bisschen an der Grenze. Wir sehen, jetzt rührt er nur noch da. Stört mich jetzt noch nicht. Rein damit. Ups.
Jetzt haben wir ihn getötet. Jetzt müssen wir doch auf Speed 2 stellen. Also Speed 2. 1, 2. So, ich bin. So, aber das ist natürlich noch nicht der wahre Heinrich. Schauen, ob man da noch ein bisschen so Algenstückchen sieht und sowas. Das ist jetzt natürlich schon ein bisschen verschlagen, aber es ist nicht ausgeschlossen, dass da jetzt noch Stränge drin sein könnten vom Sellerie. Und weil wir das nicht wollen, drücke ich jetzt auf Speed. Und zwar bis da unten ein H steht. 8, 9, H. So lang, okay, also nochmal. Und H. So, und jetzt drücke ich auf den Timer und gebe ihm 1 Minute 30 Highspeed und go. So. So sollte das aussehen. Schön gleichfarbig. Okay. Und jetzt können wir es schon in die Flasche abfüllen. Das ist jetzt die Sellerie-Fenchelsoße. Erst das Vakuum rauslassen. Ist an der Stelle nicht notwendig, weil ich weiß, dass da jetzt nichts mehr drin ist, was im Sieb hängen bleiben kann. Aber wir werden es trotzdem machen und mal schauen, ob nicht vielleicht doch noch irgendwas im Sieb hängen bleibt. Der Pulp bleibt im Sieb hängen. So, macht aber eh keinen Sinn. Wie gesagt, das ist der Pulp. Wichtig ist, dass wir hier keine Stückchen mehr drin haben, also solche Stränge vom Sellerie, sondern dass alles schön zerschlagen ist. Und dann kann man das auch ballaststoffmäßig problemlos aufnehmen. Also nicht diese Sellerie-Fäden da, die sollten da nicht drin sein und die sind da auch nicht drin. Und jetzt kommt es dann in die Flasche. Ein Teil davon werde ich dann kühl stellen und ein Teil davon gibt es dann frisch zum Mittagessen.